Hallo und willkommen bei Ad Astra. Es geht um die Woche vom 16. bis zum 23. Juni und diesmal wirklich eine ganz auffällige und ungewöhnliche Woche. Ich würde sie nennen, um wieder mal zu versuchen, die Energien zusammenzufassen, Wirrsal und Wendezeit. Wendezeit schon allein deswegen, weil wir die Tag- und Nachtgleiche vor uns haben und die Sonne damit sich wendet vom höchsten Punkt des Jahreskreises, da wo die Tage am längsten sind, also Sommersonnenwende, hin zu der Zeit des Jahres, wo eben dann das Licht wieder beginnt schon ein wenig zu schwinden und die Tage bereits wieder kürzer werden. Also allein deswegen eine Wendezeit. Die Sommersonnenwende findet diesmal am Abend des 20. Juni statt, wenn wir es astronomisch genau nehmen, kalendarisch am 21. Juni. Und da geht eben die Sonne in das kardinale Wasserzeichen Krebs. Und dieses Wasserzeichen Krebs ist überhaupt im Lauf dieser Woche ganz stark betont, so dass wir einen richtig bedeutsamen Wechsel von den starken Luftenergien, die wir jetzt erlebt haben die letzten Wochen, also insbesondere die stark betonten Zwillingsenergien und auch Luft noch durch Pluto Anfang Wassermann. Diese Luftenergien wechseln eben jetzt sehr deutlich ins Zeichen Krebs, denn bereits am 17. Juni, also am Montag, gehen Merkur und Venus Hand in Hand in Konjunktion gemeinsam ins Zeichen Krebs. Und an diesem Montag wechselt auch noch der Mond ins Wasserzeichen Skorpion. Das alles nicht genug, dass also schon so viel Wasserenergie, Emotionsenergie, Spürenergie, die Frage nach sich wohlfühlen und so weiter, alles das ins Feld kommt. Nein, bei weitem noch nicht genug, denn wir haben auch noch am 22. Juni den Vollmond zwischen den Kräften Krebs und Steinbock, also Mond in Steinbock, Sonne in Krebs, der steht eben dann ganz am Anfang dieser Zeichen. Und weitere Steigerung, dieser Vollmond, aber auch schon vorher Merkur und Venus in Krebs stehen in Quadrat zu Neptun und zu Lilith in Jungfrau. Außerdem gesellt sich auch noch der Gegenpol zur Lilith, der Priapus, zum Neptun in Fische, ganz am Ende von Fische, sodass die Neptun-Energie nochmal radikalisiert und zugespitzt wird. Also all das bringt mich eben dazu, einen Titel zu wählen wie Wirrsal und Wendezeit. Wirrsal bezogen auf die sehr stark zugespitzten neptunischen Energien, die uns verwirren könnten, die uns an sehr frühkindliche Themen von Schwäche und Hilflosigkeit führen könnten. Aber mit Wendezeit ist ja auch schon beinhaltet, dass diese Woche auch wunderbar ist für Wendungen, für Lösungen, sogar für Erlösungsgeschehnisse, für Erlösungsgefühle. Also es ist eine Woche, wo wirklich unglaublich Wichtiges passieren kann, vor allen Dingen, wenn wir uns trauen, dahin zu schauen, wo wir Ängste haben, wo wir uns auch mal schwach fühlen, wo wir das Gefühl haben, vielleicht die letzten Monate immer wieder stecken zu bleiben. Für diese Woche ist gerade dann um den Vollmond herum die Möglichkeit, jetzt ganz genau und ehrlich hinzuschauen, auch mit Lilith in Jungfrau,
die sozusagen wie den Finger auf die Wunde legt und sagt, schau da noch genauer hin. Also diese Möglichkeiten sind nun wirklich sehr stark gesetzt in dieser Woche und damit können wirklich Wendungen möglich werden. Schauen wir nochmal genauer hin. Am 17. Juni, also am Montag, haben wir den dreifachen Wechsel von Mond ins tiefgründige Wasserzeichen Skorpion, der ja dort dann 2,5 Tage bleiben wird. Merkur und Venus Konjunktion, beide eben an diesem Tag wechselnd in das neue Zeichen Krebs. Wenn ihr euch genauer informieren wollt, was bedeutet denn die Krebsenergie, dann passt dazu ganz gut, dass ich erst vor wenigen Tagen ein Dialogvideo veröffentlicht habe, wo ich mit Pia Tietz vom Kanal Astro mit Herz mich sehr intensiv und auch ausführlich eine halbe Stunde lang über das Sternzeichen Krebs, das zugehörige vierte Haus und den Herrscherplaneten Mond unterhalte. Da erfahrt ihr viel von dieser einerseits empathischen Krebsenergie, aber auch eine Energie, die uns durchaus auf der sozialen, fürsorglichen Ebene zum Handeln antreiben kann. Also im Zeichen Krebs sind wir nicht unbedingt nur, wie es in der Populärastrologie heißt, launisch und empfindsam und empfindlich, sondern wir haben durchaus auch sehr gute Möglichkeiten, nun mit unseren weicheren, sanfteren, fürsorglichen Energien auch so umzugehen, dass es uns persönlich dann gut tut und wir für uns selber was Gutes schaffen. Und das kann sich eben zum Vollmond am 22. Juni hin steigern. Der ist um 3.08 Uhr. Weil dieser Vollmond, der ist weiterhin mit dieser Betonung Sonne, Merkur und Venus in Krebs gesegnet. Alle stehen am Anfang des Zeichens Krebs und gegenüber dann eben der Mond in Steinbock, der versucht hier eine Form zu finden, ein Gefäß zu finden, in das wir unsere weichen, vielleicht auch melancholischen Gefühle hineingießen können. Im Zeichen Krebs geht es häufig auch um Erinnerungen an frühere Zeiten. Es geht sehr stark um unsere Kindheit, um unsere kindlichen Gefühle. Und da könnten wir zu diesem Vollmond Wichtiges in Gang setzen. Wichtiges auch zeigen. Ein Vollmond ist auch ein Zeitpunkt, wo wir uns besonders gut öffnen könnten, besonders gut uns mitteilen könnten, besonders gut unser Herz öffnen und etwas zeigen. Wobei natürlich der Mond in Steinbock erst einmal auch eine gewisse Verschlossenheit mit sich bringen mag, aber gleichzeitig auch eine Ernsthaftigkeit und einen Drang, Dinge verantwortlich zu gestalten und ja, eben auch wirklich ernst zu nehmen. Die Spannung zu Neptun bedeutet in der ganzen Woche, weil sie beginnt ja schon am Anfang der Woche, wenn Merkur und Venus in Spannung zu Neptun treten. Die bedeutet, dass es jetzt sehr, sehr wichtig ist, unser Unterbewusstsein ernst zu nehmen. Dinge, die wir vielleicht zuerst als vage Gefühle, als vage Unwohlgefühle, als Ahnungen, als ja, vielleicht Ereignisse, wo wir das Gefühl haben, erstmal zieht es uns weg von unserem Ego. Erstmal fühlen wir uns vielleicht sogar wie hilflos oder verloren, dass wir all dies sehr genau betrachten. Lilith in Jungfrau hilft uns ja sehr genau zu analysieren und den Versuch machen herauszufinden, was steckt denn dahinter, wenn ich in so eine Situation gerate, wo ich das Gefühl habe, entweder ich werde energetisch ausgesogen, ich werde vielleicht auch manipuliert von jemand, ich komme nicht zu meiner Kraft. Um den Vollmond herum, in der Mitte der Woche, könnten wir eben dann diese Erkenntnisse besonders gut in eine neue Form gießen, das heißt also wirklich etwas verändern,
die Wendezeit auch auf uns privat persönlich anzuwenden, wendende, wechselnde, verändernde Schritte zu vollziehen. Diese Beeinflussung durch Neptun, die gerade Menschen, die jetzt vielleicht zum Depressiven neigen oder zu Suchtthemen neigen, sehr stark beeinflussen können und die in dieser Woche besonders eben ihre eigenen Befindlichkeiten beachten sollten. Diese neptunische Thematik hat Markus Jehle sehr klar und zugespitzt formuliert. Da möchte ich euch zwei wichtige Sätze von ihm mitgeben aus seinem Buch Himmlische Konstellationen 2024. Da sagt er grundsätzlich zu der Woche, die Lage ist verworren, trügerisch der Schein. Also das ist hier seine Überschrift sozusagen, die uns eben auch zeigt, dass wir da ganz genau hinschauen sollten, wo ist etwas Schein oder wirkliches Sein, Dasein. Und er gibt folgende zwei wichtige Sätze. Der erste lautet, wenn wir unseren Sehnsüchten verfallen, biegen wir uns die Wirklichkeit zurecht. Zum Vollmond erleben wir die Wirklichkeit, denn Mond in Steinbock heißt Realität, Boden, Fundament, Fels, Substanz, Wirklichkeit. Der Schein, das Zurechtbiegen, die Illusion, das wäre im Negativen der Neptun. Im Positiven wäre der Neptun natürlich aber auch, dass wir Hintergründiges jetzt erkennen können. Sein zweiter Satz, auch ein sehr wichtiger Satz, Fürsorge darf nicht in Abhängigkeit münden, mag unser Mitgefühl auch noch so groß sein. Denn das Quadrat zu Neptun steigert unsere Fähigkeit des Mitgefühls, steigert auch unser Bedürfnis, anderen helfen zu wollen. Also darauf bitte achtet in dieser Woche sehr gut. Natürlich ist es stimmig und sinnvoll, da wo ihr haltlose Menschen seht, ihnen auch mal die Hand zu reichen und helfen zu wollen, aber eben, wie Markus sagt, Fürsorge darf nicht in Abhängigkeit münden oder in Co-Abhängigkeit. Also Fürsorge nur um ihrer selbst willen und dann selbst sozusagen merken, das Ganze schwächt mich total. Das könnte nicht der Sinn der Sache sein. Ich möchte euch noch einen dritten Leitsatz oder Erkenntnissatz für diese Woche mitgeben, den ich selbst geprägt habe, der jetzt mehr die Chancen dieser durchaus auch angespannten Konstellation aufzeigt. Und dieser Satz heißt, radikales Annehmen unseres inneren Kindes samt seiner Ängste und Schwächen bringt Befreiung. Das innere Kind ist durch die Achse Jungfrau Fische, wo eben auf der einen Seite der Neptun steht und auf der anderen Seite die Lilith in Jungfrau, ist durch die Beteiligung des Mondes zum Vollmond ganz besonders aufgerufen. Und Neptun bringt uns an die sehr verborgenen Seiten und Zeiten der frühen Kindheit. Die werden in dieser Woche eben besonders spürbar, weil wir im Zeichen Krebs ja sowieso emotional geöffneter sind als sonst, weil das Zeichen Krebs ja auch ein Familienzeichen ist, ein Zeichen der Frage, wie viel Fürsorge habe ich selbst bekommen, wie viel Fürsorge kann ich mir selbst schon geben, wäre auch eine Krebsfrage. Und da, wo ich viel zu wenig Fürsorge bekommen habe, da sollte ich diese Woche besonders gut für mich selbst und meine Bedürfnisse sorgen. Wenn ich eben Mut habe, an die alten Verwundungen zu schauen, wo ich diese Fürsorge nicht erlebt habe, wo ich Sehnsucht hatte, viel tiefer noch gehalten zu werden,
Dann kann diese Woche ein wirklich entscheidender Game Changer werden, wie es so auf Neudeutsch heißt. Also dann können hier Lösungen gefunden werden, die uns langfristig gesehen dann auch gute Impulse geben. Denn das Zusammenwirken all dieser Wechselkräfte, Merkur, also unser Intellekt geht in das emotionale Zeichen Krebs. Venus, unsere Beziehungsfähigkeit, geht von Zwillingen nach Krebs, mehr vom Verstandesbetonten hin zum Fühlenden. Und die Sonne zur Sommersonnenwende geht eben auch nach Krebs und möchte hier sozusagen neue Ziele fokussieren. Und der Vollmond betont die Zeichen Steinbock und Krebs. All das zusammen zeigt hier eine außergewöhnliche Möglichkeit, alte Familienmuster, ja, in eine neue Form zu bringen, umzumodeln, therapeutisch ganz wichtige Schritte zu machen oder einfach eure Familiensituationen auf andere Weise vielleicht zu bereinigen und damit auch Kräfte, die in eurer Kindheit noch gebunden waren, jetzt freizusetzen. Also ihr könntet auch dann, wenn ihr da wirklich hinschaut oder Möglichkeiten findet, könntet ihr ab dem Vollmond, der ist, glaube ich, muss ich mal rechnen, der ist, glaube ich, am Samstag, auf jeden Fall am 22. Juni, könntet ihr eben ab dem Vollmond dann hier richtig hohe Kräfte spüren und entfalten und umsetzen und merken, dass jetzt ein riesiger Energieschub kommt. Denn so sehr Neptun auf einer Ebene auch schwächen kann, Neptun in Fische, der am letzten Grad von Fische steht, ein sehr mystischer, geheimnisvoller Grad. So sehr der uns was zumuten kann, so sehr kann Neptun in Fische aber auch plötzliche, geradezu kollektiv geprägte Kräfte freisetzen, wo wir ohne Nachdenken intuitiv wissen, was ist denn genau das Richtige. Weitere Aspekte dieser Woche wären: am 19. Juni geht die Lilith genau in Opposition zu Priapus in Fische. Also Priapus ist der heiße, der leidenschaftliche, der ganz wilde Pol, der eben auch in diesem mystischen Zeichen Fische jetzt landet. Damit ist eben die Vollmondenergie, die vier Zeichen Krebs, Fische, Jungfrau und Steinbock zu verbinden sucht, noch einmal angefeuert. Also Wasser und Erde, Gefühl und Körper. Und Lilith und Priapus stehen beide in Spannung zur Sonne in Krebs. Darüber haben wir schon gesprochen. Der Merkur in Krebs geht übrigens dann am 20. und 21. Juni auch noch ins Sextil zu Mars in Stier. Damit können eben Dinge auf der materiellen Ebene, Dinge, die wir empfindsam gespürt haben, auch noch materiell ganz gut umgesetzt werden. Und der Merkur in Krebs hat am Sonntag, 23. Juni, auch noch eine Spannung zum Mondknoten in Widder, ein Quadrat zum Mondknoten in Widder. Da könnten wir eventuell nochmal neue Chancen kriegen. Das war ja diese Woche schon ein wichtiges Thema, verdrängte Aggressionen nochmal hochkommen zu lassen, anzuschauen und hier Verbesserungen zu finden. Ja, ich werde kein extra Video zum Vollmond dann veröffentlichen, weil die Wochenenergien, diese Wechselenergien nach Krebs mit dem Vollmond eben so innig verknüpft sind und so gemeinsam zusammenschwingen, dass das, was ich jetzt über diese Woche erzählt habe, sozusagen nochmal verdichtet, nochmal energetisch aufgeputscht, verstärkt, insgesamt dann eben auch für den Vollmond am Samstag, den 22. Juni, gilt. Also lassen wir uns von diesem Wechsel, der mehr vom Kopf in den Bauch hineingeht oder ins Herz hineingeht
und der unsere Gefühle wirklich ganz schön hochspülen wird und uns viele, viele Potenziale bringen wird, uns mit unseren Gefühlen, aber auch mit der Frage nach, wie geht es mir denn eigentlich selbst? Wie wohl fühle ich mich mit mir selbst und meinen Strategien, mir es gut gehen zu lassen? Mit all diesen Fragen wird uns diese Woche dann konfrontieren und uns wichtige Möglichkeiten, Potenziale bringen, neue Wege eröffnen. Hoffentlich finden wir da wirklich gute Ideen, sie dann auch zu beschreiten. Fühlen bedeutet ja auch immer, sich Zeit für sich zu nehmen. Und das wäre diese Woche wieder einmal sehr günstig, auch wenn uns ein Vollmond ja erst einmal vielleicht zur Aktivität und zum nach außen drängen aufruft. Der Neptun, der beteiligt uns ist, der sagt aber auch, schaue nach innen, nimm dir dafür genug Zeit. Danke fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr euch von mir weiterhin als Sternenbegleiter ein wenig an die Hand nehmen lasst, soweit es eben die kosmischen Energien betrifft, die für unser Alltagsleben immer wieder spannende neue Möglichkeiten bringen. Danke, tschüss.